Vor uns liegt die Sasau und hinter uns liegt der Elias. Der hat Probleme mit Matthäus und Fritz. Da gehen wir einfach mal der Sache nach. Und wie gesagt, mal gucken, was das nach sich zieht, wenn die beiden erfahren, dass wir uns hier eingemischt haben. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Und wir kommen nicht über die Mauer. Das ist blöd, denn ich will wieder beim Nest vorbeischauen. Vielleicht wurde ja in der Zwischenzeit mal wieder aufgefüllt. Oder man kann ein Nest plus einmal ausräubern. Scheint bisher der Fall zu sein. Wir werden es mal weiter beobachten. Also das Nest hier ist das, was wir am meisten abgreifen. Ich glaube, für jemanden, der schon so viele Spielstunden hat, wie viele eigentlich? Moment. Ich will nämlich auf was zu sprechen kommen. Habe ich, glaube ich, bisher relativ wenig Erfahrung in Kämpfen, oder? Wo war denn das noch mit den Statistiken? Schnellreise. Spielerstatistik, hier war das. Allgemein. 1,4 Tage gespielt, also 36 Stunden schon in den 4 Wochen. Gespielte Zeit in diesem Durchgang. Ja, ich habe mal kurz das Spiel angetestet. 32 Tage verstrichen. Maximal besessen vor kurzem, bevor wir bei Matthäus waren. Aber ich glaube, bei der Spielzeit bin ich mit relativ wenig Kampferfahrung gesegnet. Ich gehe den meisten Sachen noch aus dem Weg. Ich glaube, ich werde da bald meinen anderen Weg einschlagen, wenn ich jetzt erstmal das Wichtigste gemacht habe. Das Wichtigste, was ist das denn? Ich glaube, wenn wir auf Schatzsuche gehen, dann werden wir uns auch vielleicht mal bessere Ausrüstung kaufen. Zum Beispiel vielleicht den Schild reparieren. Und generell mal was... Wir haben immer noch unsere Hose an, unsere einfache Hose. Da ist Johanka. Uns einfach mal besser rüsten, dass ich dann eher in den Kampf gehe. Ich glaube, da investiere ich das Geld am ehesten. Aber das erstmal etwas später. Okay. Der Elias. Ist der... Finger weg. Der scheint da drin zu sein. Hier sieht's aus. Hallo Elias, schätze ich. Bruder Elias, genau. Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Das ist schön. Und was genau machst du hier? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Manchmal muss ich Strampelnde festhalten oder Sachen holen. Danke. Hab Dank. Kennen wir soweit schon? Du hast dich mit Fritz und Matthäus gebalgt? Heidenpack. Oh. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja, ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Na, die sind der abgezogen. Der Ausruf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt Not leiden. Nein. Ich habe mich schon wieder nicht umgezogen. Wir müssen wieder mit der Redekunst ran. Scheiße. Jetzt vergesse ich das auf einmal wieder. Ja, dafür sehen wir gerade entsprechend aus. Um sowas rauszuhauen. Wir können die selbst bezahlen. Wir können reden und schaut mal, Redekunst bei ihm 5 und wir haben 13. Da wird doch was gehen, oder? Ist das nicht unchristlich? Du willst doch wohl nicht bloß wegen deines Grams ihre Leben zerstören, oder? Ach, das waren doch bloß leere Drohungen. Wenn sie sich bei mir entschuldigen, ist die Sache schnell vergessen. Das machen die nie. Wir haben ihn überzeugt. Fritz wollte nicht, dass wir uns... überbringe Fritz die Neuigkeiten einmischen. Das wird ein Spaß werden. Gut, hätten wir das schon. Das ging sehr einfach. Und ich habe wieder nicht dran gedacht, mich umzuziehen. Was sagst du dazu, Johanka? Gucken, was sie noch für eine Rolle spielt. Gut, dann Rüstung an, ab nach Ledetschko. Wollen wir gleich mal berichten? Ja, bringen wir uns hinter uns. Da sind die gerade. Ach, die sind noch auf dem Weg. Die laufen da wirklich hin. Oh Gott, was, wenn denen unterwegs was zustößt? Ich schätze mal, die werden nicht so weit kommen. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Oder wir warten, bis die in Ledetschko sind.
Aber vielleicht geraten die unterwegs in den Hinterhalt. Das könnte sein. Eine möglich neue Quest. Wir fragen in der Detschko nach, ja, wo sind denn Matthäus und Fritz? Dann sagt er uns, ja, keine Ahnung, hier ist niemand angekommen. Dann fragen wir uns, wie kann das sein? Und fragen uns dann im Nachgang, denen muss was zugestoßen sein und schauen auf dem Weg von Sasau nach Ledetschko nach und treffen die dann irgendwo gefesselt. Das könnte eine mögliche Aufgabe dann sein. Ich habe mir gerade eine Quest zusammengesponnen. Ah, Essen, Moment halt. Das ist ein gutes Stichwort. Genau 75, wunderbar. Ich fände es praktisch, wenn man neben dem Feuer eine kleine Einblendung hätte, neben so einem Topf, wie viel man gerade an Sattheit hat. Das wäre etwas spielfreundlicher, etwas benutzerfreundlicher. Aber wir machen das mit der gesunden Ernährung bisher ganz gut, abgesehen davon, dass das, was wir essen, vielleicht gar nicht so gesund ist. Aber der Grundtenor, die Aufgabe dahinter, die erfüllen wir bisher mit Bravour. Die werden bestimmt schon viel zu weit sein, die beiden. Ich kenne den Weg noch nicht gut, weil wir bisher schnell gereist sind. Aber hier gibt es keinen anderen Weg. Fritz wird uns die Hölle heiß machen und uns vielleicht die Freundschaft kündigen. Der ist so drauf, das traue ich dem durchaus zu. Oder wollen wir die erstmal ankommen lassen und dann uns das Geld geben lassen? Ich glaube, das wäre, glaube ich, besser. Ich glaube, das ist besser. Genau so, nicht anders. Dann lassen wir die da mal ankommen. Gucken, ob die wirklich da ankommen. Vielleicht gibt es ja wirklich so eine Quest, die ich mir da gerade zusammengesponnen habe. Aber wir gehen jetzt nach Hatay, die Chroniken, der Schreiber. Wir können mal kurz bei Theresa vorbeischauen. Gucken, wen Matthäus und Fritz hier antreffen könnten. Uns greift keiner an, dann schlafen die vielleicht noch. Ist schon wieder früher Nachmittag. Wenn wir ankommen, guter Nachmittag, vielleicht sogar schon später. Jetzt haben wir es 14 Uhr. Wie viele Tage wir hier verstreichen lassen. Wir müssen ja noch so zeitaufwendigen Kram wie Jagen machen oder wollen das machen. Und vielleicht generell mal ein paar Taschen leeren. Mit Fokus auf wirklich unentdeckt bleiben. Ich habe keinen Bock, die Folgen zu spüren zu bekommen. Wieder in den Knast, das tut uns nicht gut. Vitalität und so. Und es regnet schon wieder, ey. Ist das mit dem neuen Patch so? Wir laufen in die falsche Richtung. Es gibt zwar aktuell keine Quest bei Theresa, aber ich muss mir unbedingt jetzt, wo ich gerade wieder Peschig sehe, Dietriche kaufen. Sie gerade wieder Besen holen? Oh ja. Ja, Entschuldigung, ich war zu stürmisch. Nee, bei ihr gibt's gerade gar nichts. Wir können nicht mal ihr was geben, scheiße. Ich wüsste gerne. Das ist mittlerweile abgelaufen, oder wie? Oh nein. Das wäre alles. Hast du einen Augenblick? Hier wird's ja nicht drinstecken. Na gut. Mist, wir können ihr nichts mehr geben. Ich will dich nicht weiter belästigen. Genug. Das habe ich jetzt auch verpasst. Gewissermaßen zeitlich. Hätte ich ihr doch bloß so eine Kette gegeben. Aber warum geht das jetzt nicht mehr? Das ist doch blöd. Gerade jetzt. Bester Zeitpunkt. Ich gucke jetzt mal im Badehaus, ob da Dirnen sind, die uns waschen. Da bin ich vorhin auf eine Idee gekommen. Oder zumindest da nochmal nachzuhaken. Der Sache nachzugehen. Bürgerin. Badinhaberin. Die sieht ganz schön mitgenommen aus. Hat die gerade ihr Gewand geändert? Oh. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Wie Heinrich schon spricht. Und was darf's sein? Ja, was denn? Ein Bad und ich will meine Kleider reinigen und die Wunden versorgen lassen. Das klingt nicht schlecht.
Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Etwas weniger. Aha, da unten. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Und hier, ich hätte gern ein Mädchen und alles, was dazugehört. Interessant. Okay, so können wir unsere Kleidung reinigen lassen. Wir müssen die nicht reparieren lassen, wenn sie blutbefleckt sind. Das geht einfach hier. Eigentlich, ach, vergiss es. Was hat die denn zum Handeln? Hat die hier was? Ich glaube nicht. Naja, frage ich jetzt nicht nach. Wobei, reden bringt Erfahrungspunkte. Irgendwann kommen wir wieder eine Stufe voran. Liebestrank. Einfach so zum Einwerfen. Die Menschen werden dich lieben. Dein Charisma wird für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Kostet nur 49. Marathon. Fertigkeitenbuch zum Thema Vitalität. Ein Buch? Ein Buch. Ich frage mich gerade, soll ich mir das aufschreiben? Sowas wie die Schatzkarten. Ich habe bisher noch nicht viele Bücher gesehen, weil ich noch nicht großartig darauf geachtet habe. Aber das hier ist schon sehr auffällig. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Moment. Bücher. Badehausinhaberin. Marathon Vitalität. Wo es ist und was es ist, habe ich mir mal aufgeschrieben. Ein Schlaftrunk. Wer dies trinkt, wird alsbald die Äuglein schließen und schlafen. Die Energie sinkt auf null. Aha, damit könnten wir jemanden schlafen legen. Interessant, was hier alles gibt. Verbände wären wirklich nicht verkehrt. Falls wir dann demnächst wirklich wieder kämpfen und dann... Was abbekommen? Trank des Baden. Lockert die Zunge und lässt Hemmungen schwinden. Erhöht für 10 Minuten die Redekunst um 5 Punkte. Eine Salbe lindert Gliederschmerzen. Erhöht für 10 Minuten die Agilität. Verteidigung um 5 Punkte. Liebestrank Lazarus-Elixier. Nach 5 Minuten hat deine Gesundheit wieder das Maximum erreicht und dein Kater ist verschwunden. Bockbluttrank, ein wirkungsvoller Ausdauertrank, der deine Ausdauer für 10 Minuten um 50% erhöht. Und Aqua Vitalis, du fühlst dich wie Achilles, der Treffer dir weniger anhaben können. Kommt mir schon bekannt vor. Wie viele Verbände haben wir denn gerade? Gar keine? Ich bin ja gerade bei alles. Haben wir die wirklich alle verballert? Ich glaube, ich kaufe mir mal 10. Kostet zwar auch was, aber hey. Es kann nicht schaden, sowas dabei zu haben. Moment. Jetzt habe ich dran gedacht. Und das Hemd an. Genau. Jetzt nochmal. Lass uns handeln. Gib mir Verbände in den Warenkorb. Gib mir mal Mengenrabatt. Ich meine, wir werden sie irgendwann nochmal gebrauchen. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal 10 mit. Vielleicht für die nächste. Warum haben wir keine Schuhe an? Das bringt, glaube ich, diese 2 Punkte ein, oder? Ändert beim Charisma gar nichts. Wieso haben wir gerade keine Hose an? Hier geht's zu. Bringt uns jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber sieht schon, glaube ich, etwas souveräner aus. Wobei, zum Badehaus würde es ja passen. So, jetzt aber. Gib mir mal 10 Stück. Ich gehe direkt zum Warenkorb. Mein altes Obst, was ich noch habe, was 0,1 Groschen einbringen wird, das verkaufe ich wann anders. Woanders. Genau, Warenkorb und nochmal Veilchen. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. 44? Viel weniger. Gucken, ob sie gleich Nö sagt. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast?
Oh, sie geht 4 runter. Wir treffen uns in der Mitte, oder wie? Sie geht schon über die Hälfte mit ihrer Geduld. Dann sagen wir hier, Angebot angenommen. Ja, das sollte passen. Gut. Bin ich mit zufrieden. Was, hat ihr das Geld wieder verloren? Das klang so. Hi. Zubermädchen und sie heißt... Oh, 2 in 1. Oh, Zwillinge. Siamesische. Sidonia. Die sehen aber aus. Wegen Ratai. Wer will denn jetzt was über Ratai wissen? Hier könnten wir uns ein Hähnchen abschlachten. Auf hoch zum Schreiber. Aber ich fühle mich einfach wundervoll aufgehoben in diesem Spiel. Und dabei stehen wir immer noch, doch sehr am Anfang, habe ich das Gefühl. Gut, wir haben jetzt auch schon viele Nebenaufgaben gemacht und haben noch einige auf, die wir auch noch gar nicht entdeckt haben. Da gibt es ja noch ein paar Markierungen auf der Karte. Was wird denn hier gespielt? Insofern wird da noch einiges auf uns zukommen. Was war gerade da mit dem Gelben da? Ist das ein Schild? Nee, einfach sein Gewand. Wer stöhnt denn hier so? Ach, hier wieder der blöde... die Gurkenfrau. Warum wird jetzt hier so lange geladen? Das finde ich gerade auffällig. Nicht, dass das Spiel gleich abstürzt. Oder sich aufhängt. Im Ladebildschirm. Wir haben uns doch gerade bloß gewaschen. Die Tante links schreit immer noch rum. Aus Stalitz bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Ja, mit oben drin sitzen. Mit dem Schreiber und die Chroniken dann, ne? Das ist immer noch A. Wir sind immer noch über A. Da. Suche in den schwarzen Chroniken von Ratai nach einem Eintrag über Heinz. Ist aber nicht hier unten, oder? Wobei, hier geht's hoch. Hier sind sowas wie Bücher. Die darf man offenbar rein. Ein öffentlicher... Ach hier. Da geht's rüber. Hey, aufwachen! Du Schnarchnase. So geht's ja nicht. Gott sei mit dir. Fragen jetzt mal nicht... Ah... Mal kurz reinhören. Was ist Herr Hanusch für... Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er möchte... Wie ist das Leben in Ratai? Das Leben ist gut. Gott hat Wie kommen die... Pah! Reden wir nicht davon. Ich wünschte, dieses Geschmeiß wäre weg. Na. So nicht. Hast du irgendein... Man sagt, wo sie auch hinkommen... Gut, aber ich frage mich gerade, wenn man das alles abfragt und zuhört, dann bekommt man Erfahrungspunkte für, in dem Fall Redekunst. Was ist, wenn man das überspringt mit Escape? Bekommt man da trotzdem die vollen Erfahrungspunkte? Weil deswegen wollte ich doch gerade mal nachhaken, weil ich das Thema jetzt gerade mal anreißen wollte. Ich muss mir die schwarzen Chroniken ansehen, Friedrich. Und ich brauche eine Schmerzlinderung. Herr, erbarme dich meiner. Was kann ich für dich tun, außer einen Geistlichen zu holen? Ich sterbe ja nicht. Kann nur nicht aufstehen. Stehst doch. Ich bin den Mördern aus Neuhof auf der Spur und brauche die Namen derer, die mit dem hinkenden Heinz aus Uschitze verurteilt wurden. Ich erinnere mich nicht. Sobald ich etwas niederschreibe, ist es vergessen. Diese Namen sind äußerst wichtig. Kann ich dir irgendwie helfen, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst? Solange ich nicht aufstehen kann, wird das. Du stehst, du Lügner. Kunjasch, der Apotheker, hat eine Salbe. Doch sie kostet ein Vermögen. Wenn du mir eine bringst, kann ich vielleicht mehr tun. Gott. Aber ja, müssen wir ja, ansonsten häng ich ja wieder hinterher. Na gut, ich besorge dir welche. Immerhin ist die Apotheke gleich in der Nähe. Gelenksalbe für den Rataier Schreiber. Aber er stand doch, er steht ja immer noch. Ja, jetzt ganz schnell wieder hinlegen, oder was? Oh, wir hätten ihm einfach sagen sollen, hier, Herr Ratzig, weißt du Bescheid? Du kommst auf den Henkersstuhl. Naja, breche ich mir noch irgendwas.
wenn ich da eins runterhüpfe. Bin ich mal gespannt. Wir können das auch bestimmt ohne Geldansatz bekommen, oder? Wie geht es dir, Heinrich? Na, hinter seinen Theke gehe ich mal nicht. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Wir brauchen da Gelenksalbe, aber das fragen wir mal in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.